bisschen zurück zu Diablo Immortalis. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Also man hat eigentlich immer was zu tun wahrscheinlich. Wir müssten eigentlich mal hier eben kurz zurück nach Westmarch. Das mache ich vielleicht auch mal schnell, dass wir einmal diese Fähigkeit vermachen können. Da unten. Und ich glaube, das hier müsste der nächste sein. Dass wir eben einmal die neue Hose, die wir bekommen haben. Dann auch mit der richtigen Geschichte hier nutzen können. Ja, genau, da ist es schon. Let us forge. Können wir einmal extrahieren. Hose war das. Geht das von der alten noch? Ja. Dunkler Fluch verflucht jetzt den Boden. Huch. Das da, so. Machen wir das. Sehr schön. Und dann vermachen wir mal der aktuelle Hose. Was kann die? Knochenrüstung. Ja, das nutzen wir ja nicht. Dann das mit dem kontinuierlichen Schaden fand ich ganz gut. Machen wir das. Dann ist es jetzt das geworden. Sehr schön. So. Dann einmal schnell zurück. Und da müssen wir hier. Genau. Dann können wir da direkt weitermachen. Da muss ich aber unbedingt noch irgendwie so eine Nebenquest finden, damit wir dieses Ereignis endlich noch abschließen können. So, lass mich laufen. Das sieht doch gut aus, neues Ereignis. Was haben wir denn da? Kommt ihr mal bitte alle zusammen. Das ist mir super gut, dass ihr hier alle so schön beisammen steht. Ja, uiuiui. Zählt das schon als Nebenereignis? Das wäre super gut. Wenn das schon dafür zählen würde, hier war unsere Kiste. Is inevitable. Gucken wir gleich mal. Ich sammle hier mal noch ein paar zusammen. 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 Okay, zusammen stehen habe ich geschafft. Ich kann nicht laufen. Relikt der Urahn. Was war Your grave beckons. Relikte der Ahn. Ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte mir gerade nichts. Uralte Essenz. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. War das schon unser Ereignis? Das sieht gut aus. Yay! Dann können wir hier die letzte Belohnung abholen. Super nice. Dann haben wir das sogar geschafft, obwohl ich ganz oft nicht da war. Finde ich sehr gut. Wie viel brauchen wir hier noch? 10. Guck mal, hier sind noch ein paar. Da drüben sind noch ein paar. Das müsste doch reichen mit euch, oder? Hier mal so freundlich werden. Ja, sehr schön. Dann haben wir die auch fertig. Dann gehen wir hier direkt mal die Kopfgelder ab. Obwohl, wir können ja eigentlich, geht wahrscheinlich schneller, hier 2 Schritte zu laufen und dann zu teleportieren, bevor wir wieder unterbrochen werden. Das können die ja immer gut. So. Nebenbei mal einen Schluck trinken. So. Ja. Und dann wollte ich mal gucken wegen der Schattenlotterie. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade noch läuft. Das hier nehmen wir natürlich alles sehr gerne mit. Und wie kriegen wir da noch? 2000. Dann können wir diese noch einsammeln, weil wir hier genau Kopfgelder gemacht haben. Bestiarium. Ja, ich muss unbedingt mehr Monster-Essenzen finden. Wir können ja schon mal hier die Kopfgelder annehmen. Und dann mal ganz kurz hier zu unserem Schattenhändler Futz. Na, wir gehen mal dahin. Mysteriöser Gast. Vielleicht können wir da ja schon. Achso, wir hätten eigentlich das da nehmen können. Egal. Wir sprechen mal mit ihm. Huch. Was war jetzt? So schnell konnte ich gar nicht gucken. Oder hat dann mein Klick noch gezählt, dass wir jetzt. Ach so, ja, okay. Aber wir gehen einmal ganz kurz hier wieder raus. Und gucken mal, ob wir hier teilnehmen können. Falls da gerade was läuft. Ich weiß gerade die Uhrzeit gar nicht. Mit dem einmal. Nee, können wir nicht. Okay, dann gucken wir da drinnen nochmal. Aber ich glaube, das geht immer noch nicht. Das ist irgendwie buggy. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Aber das scheint mir so, als wenn eben normalerweise, wenn man Schatten werden möchte oder auch andere Leute
zu einem Schatten auf dem einfachen Weg quasi bringen möchte, muss man ja an der Lotterie teilnehmen und dann kann man zufällig ausgewählt werden und bekommt dann das Akebas Wappen. Und da kriegt man sogar zwei beim ersten Mal oder man kriegt zwei, wenn man in einem Clan schon ist. Solange der Clan aber noch nicht dunkel ist, kann man damit nichts anfangen und dann kann man auch einfach nicht mehr an dieser Schattenlotterie teilnehmen. Das ist total kacke. Ich habe jetzt, der hat dir gesagt, ne, habt ihr beschlossen, ne, da ist alles bestanden sozusagen. Wenn ich dann aber hier in meinen Clan gucke, können wir hier gerade mal machen, der hat erst 26 von 30 und ich kann keine spenden, also mit 30 können wir dann dunkel werden. Ja. Oder ich verlasse den Clan einfach, ich weiß nicht. Also die sind bestimmt nett und sowas, aber ich will gerne wieder Schatten werden. Und wenn ich hier nicht mal unterstützen kann, dass ich nicht mal mehr neu an dieser Geschichte hier teilnehmen kann. Clan verlassen, wir machen das einfach mal. You're out of irgendwas, out of the Union. Das kann ich jetzt nicht genügend nehmen, an der Schattenlotterie teil. Dann teleportieren wir uns scheinbar dahin. Dann können wir das wenigstens wieder machen. Hoping to become a shadow. Congratulations on winning the shadow. But no matter how. Okay, guck mal, jetzt machen wir das doch nochmal. Dann geht das doch. Ich weiß nicht. Ja, Vertrag ansehen. Wir wollen natürlich gerne wieder Schatten werden. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Aber. Ruf des Geflüsters betreten. Schattenlotterie, können wir das Hoping jetzt noch zusätzlich? To become a shadow. Egal, jetzt machen wir das eben schon wieder. Wir haben das ja beim letzten Mal schon gemacht. Da haben wir ja zwei Wappen für bekommen, die wir dann gespendet haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt theoretisch mal raus und rein gehen können, ob es da eine Karenzzeit zwischendurch gibt oder so. Ja, hast du gut gehört. Beeindrucke sie. Machen wir das doch mal eben wieder. Ob ich dann sozusagen aus dem Clan raus kann und wieder rein. Und dann wieder diese Quest hier zwischendurch eben mache, sodass dann wieder neue Waffen da sind zu spenden. Erscheint mir aber super umständlich und vor allem ist es ja so, dass halt jetzt irgendwie ein random Plan ist, dann nicht meiner oder da kenne ich jetzt keinen, wo ich sagen könnte, hier, ich muss mal eben, ich sammle euch mehr, lasst mich mal in die Stunde wieder rein, falls das überhaupt funktioniert. Und deswegen ist es eben nicht so optimal, wenn man da in einem Plan ist, dann kann man einfach nicht Schatten werden. Man kann einfach irgendwie alleine super schnell wieder Schatten werden und nimmt an der Lotterie teil, macht man vielleicht ein paar Mal und hat dann halt Glück und wird ausgewählt. Impressive. Aber so, wenn man dann irgendwie keine Möglichkeit hat, im Clan mehr als diese zwei einmaligen Wappen zu sammeln und zu spenden, dann ist halt voll kacke. Dann sind Clans, die irgendwie weniger als 15 Leute haben, die aktiv sind, einfach schon raus. Das ist irgendwie ein bisschen suboptimal. Genau, jetzt gehen wir da drüben nochmal Schatzkammer, dann machen wir das auch nochmal fix durch. Was ist das denn? Warum sieht das aus wie goldene Ratten? So. Falsch gelaufen, da. Ja, wir kennen diese Dialoge schon. Genau, jetzt müssen wir wieder da rein. Dann darf uns wieder der Wächter nicht sehen oder er muss schnell genug getötet werden, wenn er da ist. So, lass mich da rein. Ich kenne euch alle. Okay, ihr lauft gerade weg. Jetzt so. Sind sie dann natürlich auch mit ein. Darum geht's ja, die brauchen wir. Okay, die nächsten. Ja. Kill it, or you fail my test. Warden dead and no immortals alerted. Entschuldigung. Too bad. Jetzt konnte ich gar nicht so richtig auf den Warden achten, aber ich glaube, meine Viecher haben den da schon in den Pulk einfach mit weggeklatscht. So, kommt ihr bitte mal zusammen. Da kommen, glaube ich, noch mal in meiner Rutsche. Da kann ich ja nicht mehr. Ja, genau. Meine Seiten mit dazu. Habe ich das nicht gewusst. So, das sind sie nochmal auch. Dann natürlich noch ein, bevor wir hier mit dem jungen Mann sprechen, da vorne. Und ihn ja super beeindruckt haben, natürlich. Okay, you ja, can. Ja, ich bin gut, ich weiß. Ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Ist ja quasi nur der Probelauf, den wir hier machen.
Und jetzt da drüben nochmal hin. Hallo? Doch. Versammlungshalle. Jetzt sind wir hier wieder bei dem mysteriösen Gast, wo wir eben waren. I'm pleased to you will face. So, sagen wir Bescheid. Letzte Prüfung. Wir sind ready, dann machen wir das nochmal. Und jetzt fordern wir hier die Champions heraus. Verteidigt euch. Jawohl. Das machen wir doch platt. Da kontinuierlicher Schaden. Das ist der andere da. Nächste wieder. Alle gleichzeitig. Egal. Ach ja. Easy. Von den Viechern hier sowieso habe ich das Gefühl, das ist besonders einfach, weil die einfach angegriffen werden und ich nichts zu tun habe, außer rumzustehen und sie zu befehligen. Also kriegen wir hier das, genau, die Truhe. Sind das wieder zwei? Ja, sehr schön. Dann wieder raus. Dann können wir sie diesmal endlich für uns nutzen. Ich meine, ich spende das auch gerne in einem Clan. Das will ich gar nicht. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie. Was musste ich machen? Nochmal mit ihm sprechen. Wappen anzeigen. Ja, bitteschön. Ja, also ich, wie gesagt, ich spende das auch gerne. Aber wenn das irgendwie keine Chance auf mehr hat, ist das echt kacke. So, Initiation, die ewig brennende Quelle beschwören. Das machen wir mal wieder. Da. It is time. Feel the power of the ever-burning font and become a shadow. Ja. You will be filled with this strength for as long as the current immortal reigns. Ja, und wenn man halt keine Chance hat, tatsächlich Schatten zu werden, wenn man in einem Clan ist, wo nicht genug Leute spenden. Ich meine, wenn am ersten Tag oder sagen wir mal in den ersten paar Tagen, alle mal mitgemacht haben, wenn da waren ja jetzt 90 Leute eben drin zum Beispiel, wenn die alle mitgemacht haben und dann 15 von denen ihre zwei Wappen spenden, dann kann der Clan halt schon dunkel werden. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es halt irgendwie echt doof. Ich weiß nicht, ob das noch gefixt wird, dass man wenigstens dann auch wieder neu an der Schattenlotterie teilnehmen kann, um dann wieder neue Wappen zu spenden. Auch wenn es dann nur noch eins ist, ist ja auch okay, aber das ist irgendwie buggy. Sign the contract. Pledge yourself to something greater. Ja, das machen wir. Wir signen hier einen Contract. Dena. Ihr werdet ein Schatten, erhaltet Macht und schwört, alles zu tun, um die Unsterblichen zu stürzen. Dies ist ein verbindlicher Vertrag. Ihr bleibt bis zum Sieg ein Schatten. Machen wir. Zeichnet das Symbol nach. Ach, das ging auch so, glaube ich. Ach. Wunderschön geworden, oder? Zählt das nicht? Ich habe gehofft. Oh doch, guck, fertig. Ich musste nur einmal die Maustaste loslassen, dann haben wir das doch wunderschön gezeichnet. War auf jeden Fall das Richtige. There, young one. Reach out one last time and receive your first title. You will be an initiate. But in time, you may be a full-fledged whisper, the highest of our ranks. Das würde ich gerne mal werden, aber ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr spielen. Concentrate and reach out to all those who came before you. Pledge yourself and be recognized. Ja, werde dein Schatten. Jawohl. Heroisch. Episch. Sehr schön. Rang erhöht. Initiant. Jetzt haben wir direkt schon wieder 1% mehr Verteidigung und Schaden. Jeweils 1. Glückwunsch, ihr seid ein Schatten. Dankeschön. War ein bisschen umständlicher als gedacht. Welcome, Initiate. You're one of us now, as I knew you would be. There's a lot ja, wir haben noch viel zu Twilight tun. Agent, to get started. Agent des Zwillings. We all see your potential. I made it down the stairs, didn't I? Don't worry. Ja. Dann können wir auch wieder, da wo ich mich wieder ärgern kann, zum einen natürlich hier sowas wie, wie hieß das? Das, was vor der Schatzkammer kam. Pfad des Blutes, genau. Das können wir wieder machen. Aber, was ich eben meinte, bei dem Wirt Bailey, da können wir dann wieder diese Verträge annehmen, die wir solo vielleicht wieder nicht machen können, wenn das diese Sneaky sind, weil uns Fuzzi hier im Weg steht dann. Wenn wir dann so Sneak-Sachen machen müssen, er läuft dann einfach in die Kreise rein, wo wir nicht gesehen werden dürfen. Nochmal den Aufruf, habe ich schon mal gesagt. Falls jemand weiß, wie man ihn wegschicken kann, so ganz manuell,
Er sagt mir gerne Bescheid. Ich weiß nämlich nicht wie. Ich würde ihn dann gerne für sowas einfach wegschicken. Aber keine Ahnung. Overthrowing the Immortals is no easy task. But with your help and a proper plan, we might just have a chance. Ja, die haben Pay close attention and I'll... Ja, ich natürlich passe ich gut auf. Erfahrt mehr über Abschnitte. Ja, das haben wir schon mal kennengelernt. Abschnitte. Planung. Ne, gewinnt die Schattenlotterie und ladet Abenteurer ein, damit es mehr Schatten werden. Haben wir mehr gelernt. Sprechen wir mal mit ihm. Ja, genau. Jetzt über Ränge wieder was erfahren. Mein Rang, Initiant sind wir. Ne, wir haben ja noch nichts weiter gemacht. Kann ja nicht von alleine besser werden. Wir sind ja gerade erst wieder aufgestiegen. Mit wem müssen wir da jetzt reden? Da drüben. Warum sollen wir dann unten rum um den Tisch laufen? Guide des Pfads des Blutes. Genau, das würde ich gerne nochmal machen. Enduring these each floor. Schließt, was müssen wir? Eine Ebene sogar abschließen. Oh, warte. Hier oben erst. Schatten angucken. Aktivitäten anschauen. Pfad des Blutes. Navigieren sind wir ja zum Glück schon. Wir stehen ja direkt vor dir. Dann machen wir das doch mal. Das finde ich nämlich sehr gut. Die machen mir auch Spaß. Die gehen schnell, da macht man hier kurz Ratze-Fratze mit allen. Einmal alle abgeschlachtet und schon das Ganze erledigt. Fertig. Super. Finde ich klasse. Wenn man halt dann irgendwann zu schwach ist, dann kommt man nicht weiter. Aber bis dahin, ich glaube, bei 5 und 10 war irgendwie so ein Boss. So, mein Rang. Rang erhöht. Initian 2. Sehr schön. Verträge freigeschaltet. Hier können wir eine Rangbelohnung mitnehmen. Hilt gibt es auch noch. Ja, das ist halt, irgendwie ist das ganz cool, weil man hier wenigstens auch wieder was anderes zu tun hat. Ich meine, Kopfgelder und Co. sind auch cool, aber irgendwann macht man halt nur noch das. Ich meine, man muss viel farmen, man muss Paragon leveln und Gear verbessern und Indies laufen. Aber irgendwann ist es dann auch einfach genug. Was müssen wir jetzt? Wolfstadt Taverne, ja okay, wegen der Verträge. Aber ich würde hier ganz gerne nochmal... Hochfahrt des Blutes, war das hier? Das da, ne? Hüter der Versprechen... Ja, ich würde hier ganz gerne irgendwie nochmal 2, 3, 4, 5 Stufen. Genau, die nächste machen wir auch noch. 5 war, wie gesagt, dann glaube ich so ein Boss. Bei 10 weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich da hingekommen war beim letzten Mal. 5 ging auf jeden Fall noch. 10, ich meine, mittlerweile sind wir ja höher, da müssen wir einfach 10 locker schaffen. Aber ich würde es gerne mal anschauen. Wirklich verlassen. Da kriegen wir dann auch Boni. Das machen wir direkt hier mal in 1 durch, mindestens bis 5. Dann können wir nochmal zwischenschauen, ob wir dann aufsteigen können. Da gibt es dann auch mal prozentual eine Belohnung, was Schaden und Verteidigung angibt. Wenn wir im Rang aufsteigen, deswegen macht das natürlich auch Sinn. Vielleicht kommen wir hier sogar in einem Rutsch bis 10. Mal schauen. Ach, er ist sogar noch da. Praktisch. Ja, hier ist es halt noch einfach. Wir sind ja mittlerweile auch schon 60. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, noch im Level, ne? Irgendwie aus noch 50 oder so, als ich das gemacht hatte. Jetzt sind wir schon 60, Paragon auch noch aufgestiegen. Haben ein paar mehr legendäre Teile. Das sieht mir aus wie der Boss. Der will mich einfach umklatschen. Naja, was gut, der ist jetzt fast gut. Hätte ich die Kleinen komplett ignorieren können. So, das war doch schickimicki. Dann gucken wir doch direkt nochmal bis 10, ob das klappt. Ja, finde ich gut, dass wir jetzt wieder Schatten sind. Hat mir gefehlt, waren wir jetzt tatsächlich einige Wochen lang nicht. So, das geht ja hier. Können wir alles manuell machen. Ja, wirklich verlassen. Nächste 7, Stufe 7, bitte sammeln wir nicht für Stufe 7. Alle hier. Ja, wirklich zurück. Auch wenn hier noch kleine Mopsi-Pupsis sind. 8 machen wir noch. Ebenen können nur einmal abgeschlossen werden. Das ist auch gut zu wissen. Ey, ist niemand weg? Wovon war das? Alle schon hinüber. Sind wir jetzt bei 9 gewesen oder schon bei 10?
9 machen wir jetzt und danach machen wir 10. Das ist doch gut. Klingt doch nach einem super Plan. Ja, das geht echt easy. Also ich glaube, wenn wir jetzt den Boss mit 10 nicht schaffen, dann wären wir schon ganz schön schlecht. Aber ich denke mal, dass wir den problemlos hinkriegen. Dann würde, glaube ich, wieder einer bei 15 kommen. Wenn das immer so weitergeht jedenfalls. Da stehen wir echt gut. Eis. Klatscht hier aber eigentlich ganz gut weg, ne? So. Oh, schon tot. Trotzdem noch. Ja gut, das hat auch gut funktioniert. Loot gibt es ja hier nicht. Wirklich verlassen. Dann haben wir 10 schon mal geschafft. Das finde ich gut. Sehr schön. 11 können wir jetzt weitermachen. Würde ich aber sagen, machen wir wenn dann beim nächsten Mal. Jetzt holen wir uns hier eben mal noch. Guck mal, Initiant. Oh, 3 haben wir schon übersprungen. Sind wir schon Initiant 4? Haben wir so gut weitergemacht, wa? Das können wir noch abholen. Das können wir auch noch abholen. Noch mehr abholen. Und das hier auch noch abholen. Und auch noch. Und auch noch. Und auch noch. Mensch. Ja, 15 würde ich halt auch gerne nochmal Rangaufstieg. Oh, wo können wir hin? Können wir schon, was kommt denn nach Initiant? Ich weiß schon gar nicht mehr. Dann führen wir nochmal schnell die Zeremonie durch. Das machen wir noch. Versammlungshalle, Versammlungshalle. Dann können wir auch abends wieder an der Versammlung teilnehmen und so. Wo man diese Segen kriegen kann, diese 4 Stück, wo man auch einen Boni kriegt. Oder mehrere Boni kriegt, einen Bonus, mehrere Boni. Schon ziemlich nice. So, was sind wir jetzt? Lehrling. Ich glaube, war Lehrling? Ja, Lehrling 1. Guck mal. 5% Bonus schon mal. Einfach nur so dafür, dass wir jetzt hier ein paar Minuten was gemacht haben. Was wir sonst die ganze Zeit nicht hätten oder nicht hatten. Einfach nur, weil unser Clan noch nicht dunkel ist. Vielleicht muss ich mir einen dunklen Clan suchen. Kann ich ja mal gucken, ob wir dann halt einen random Clan finden, der dunkel ist. Vielleicht kann ich dann da auch mal mehr Clan-Aktivitäten machen. Mal schauen. Da gibt es ja auch mal diese Kämpfe. Dann irgendwann, die sind, glaube ich, mal samstags um 20 Uhr. Aber da ist es dann immer ein bisschen schwierig mit Spielen bei mir. Aber das müssen wir eigentlich mal hinkriegen, damit ich das hier auch mal in den Folgen mit dabei habe. Aber ich würde sagen, für diese Folge reicht es. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.